Fotofreundin, liebe Fotofreunde, liebe Fotografierende. Heute soll es gehen um den ominösen Begriff der Verschluss- oder Belichtungszeit. Ja, was ist das denn schon wieder? Ich habe in der Blendenfolge berichtet, mal kurz, dass es drei Lichtsteuerelemente gibt. Da wird es auch noch eine einzelne Folge zu geben. Das zweite, für mich in Reihenfolge logische, wenn wir uns hier nochmal die alte Kamera nehmen, haben wir gesagt, vorne sitzt die Blende und irgendwo im Body ist der sogenannte Verschluss. Der Verschluss bestimmt, wie lange das einfallende Licht, was ihr in der Blende bereits definiert habt, wie lange das auf euren Film oder in der Digitalfotografie auf den Sensor fällt. Also hier korrespondiert der Verschluss, Verschlusszeit, Belichtungszeit. Ihr seht, es geht um einen Zeitfaktor. Vereinfacht dargestellt, stellt euch einfach einen Vorhang auf einer Bühne vor. Nur dann, wenn der Vorhang auf ist, könnt ihr das Geschehen wahrnehmen. Nur dann, wenn der Verschlussvorhang auf ist, kann das lichtempfindliche Bauteil, der Sensor, das Bild ja verarbeiten, das einfallende Licht verarbeiten. Nichts anderes ist der Verschlussvorhang, der durch die Belichtungszeit ja definiert wird. Belichtungszeit, es ist eine Zeitkomponente. Die Kamera spricht da mit euch in Brüchen, entweder 1/100 zum Beispiel oder da steht nur eine 100. Da weiß man dann schon, okay, der Wert in meiner Kamera, der hat was mit der Belichtung zu tun. Das heißt, bei einer Hundertstel oder andersrum, das ist halt ein Bruchwert, der Verschluss würde in diesem Moment den Hundertstelteil einer Sekunde aufgehen. Also sehr, sehr, sehr kurz. Jetzt noch ein bisschen weiter in die Tiefe, aber dann soll es auch reichen. Würde der Verschluss so wie ein Bühnenvorhang aufgehen, wären Teile des Sensors früher belichtet und länger. Das heißt, eigentlich funktioniert der Verschluss an einem Fotoapparat so, dass die Seite nach da aufgeht und die andere nachzieht. So ist halt gewährleistet, dass jeder Bereich des Sensors gleich schnell bzw. gleich lange belichtet ist. Die Verschlusszeit stellt ihr auch an der Kamera ein und nicht an eurem Objektiv. Ihr bestimmt also, wie lange das einfallende Licht auf den Sensor gelangen darf. In dem Zusammenhang ganz interessant zu wissen, je nach Kameramodell ist der Verschluss auf eine gewisse Auslösezahl gerechnet. Das heißt, wenn ihr eure Kamera kauft, könnt ihr ungefähr eine Lebenszeit erwarten, weil der Entschluss ja bei ganz vielen Kameras noch mechanisch ist. Das heißt, es ist verschleißter. Das heißt, wenn ihr mal gebraucht kaufen solltet, ist immer ganz interessant, die Auslösezahl der Kamera zu erfragen. Die werden nämlich in den EXIF-Daten auf jedem Foto abgespeichert, um halt mal ein Gefühl zu kriegen, wie viele Fotos der Fotoapparat, den ihr gebraucht kaufen möchtet, denn schon gemacht hat.